hundertste Start. Hey, wir leben noch. Da? Wo können wir helfen? Ich habe zwei Notsignale bei Ihrer Position. Wir sehen nach. Hallo meine lieben Zuschauer, ich bin Andreas und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Fahrt von Star Wars Battlefront 2. So, wir sind jetzt gleich mitten in der Action drin. Ich hole die jetzt erstmal einen nach dem anderen weg. Zumindest noch im Moment. So, mal reparieren hier. Mal ein bisschen langsamer. Ah, okay, mal. Oh Mann, ey. Mitten hier Alter, drin. Bist du unterwegs zu einem Signal? Ja, ich bin erstmal dabei, hier zu überleben. Oh. So, endlich mal ein Abschuss hier wieder. Verdammt nochmal. Alter, hier fliegt auch so viel rum. Ich weiß gar nicht, wo man hier zuerst hinschießen soll. Die Signale warten auf dich, Alt. Ja, Signale warten auf mich. Ja, schön. Aber hier fliegt so viel rum. Ich weiß gar nicht, wo ich zu... Ach, ich Idiot, Alter. Boah, ich fliege hier rum und baller und baller. Ich muss da hin. Echt, ey. Wenn man nicht gucken kann. Mamba, es geht los! Jo! Guter Schuss! Was hier? So! Die Bomber sind zum Glück nicht allzu schnell. Ah, und. Ja, noch nicht, du! So! Okay, das war's. Commander, der abgeschossene Sternenzerstörer schickt Bomberverstärkung zu einer imperialen Forschungsanlage im Carbon Ridge. Die Anlage ist ein Hauptziel der Republik. Alten, wir könnten die Bombe aus dem Hangar heraus abfangen. Gute Idee. Suchen Sie einen Landeplatz. Achso, schau, ich dachte, ich könnte jetzt reinballern oder so. Nun gut. Dann landen wir mal in dieser Ödnis. Erinnert mich sehr stark an Tatooine. Aber naja. So, und wer hat die Leiter da jetzt hingestellt? Ich weiß, es war meine Idee. Aber wie schalten wir den Hangar ab? Wir gehen rein und suchen im Wrack nach Ferndetonatoren. Oh, das Ding sieht nach großem Ballermann hier aus. So, warte mal. Thermaldetonator, Heilung. Heilung ist immer gut. Impulskanone, ja gut. Und Schock, alles klar. So, aber hier laufen doch bestimmt wieder... massenhaft Imperiale rum, oder? Ich möchte echt gerne mal wissen, was so ein Bau von so einem Sternzerstörer kostet. Sie wissen nicht, dass wir hier sind. Gut. Noch. Ich eröffne das Feuer. Verstanden? Unsere Bomber halten die Republik im Moment auf Distanz. Und alles an Ausrüstung zusammen. Wir müssen bereit sein, wenn das Shuttle zu evakuieren. So, jetzt machen wir mal aus der Ich-Perspektive. Irgendwie ist das doch funniger, oder? Schaut das mal in die Kommentare, was euch lieber ist. Ah, das... Oh, ich bin jetzt gleich tot. Oh, verdammte. Oh ne, die Waffe, die ist scheiße. Die überhitzt ja so wahnsinnig schnell. Das Ding überhitzt ja... So, schwerer Standardblaster, der Präzision zugunsten von Durchschlagskraft und Feuerrate opfert. Ja, Schaden macht er ja so gut wie gar nicht. Ne, das Ding ist scheiße. Ja. Ich weiß, es war meine Idee. Aber wie schalten wir den Hangar ab? Wir gehen rein und suchen im Wrack nach Ferndetonatoren.
Gut. Na, schade, dass man die nicht abschießen kann. So, jetzt gehen wir gleich mal hier links herum. So, mal gucken. Vielleicht stelle ich mich diesmal ein bisschen geschickter an. Sie wissen nicht, dass wir hier sind. Gut. Ich eröffne das Feuer. Verstanden? Unsere Bomber halten die Republik im Moment auf Distanz. Holt alles an Ausrüstung zusammen. Wir müssen bereit sein, wenn das Shuttle zur Evakuierung eintrifft. Okay. Mache jetzt Inventur dieser Waffen hier. Ach, verdammte Tat. Gut, dann gehen wir mal weiter hier entlang. Wenn ich jetzt hier hinter bin. Autsch, 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 wo bin ich jetzt reingeraten? Sie kommen aus dem Hangar. Erstmal brauchen wir genug Detonatoren. Also gehen wir dahin. Ach nein, jetzt glüht das hier. Jetzt bin ich hier auf glühender Erde und jetzt gehe ich ja gleich tote. Oh Mensch. So viel Wrackteile. Oh, zwei Stück gleich weggeholt. So. Ja, ich bin auch gleich schon wieder tot, Alter. Oh, ich stelle mich wieder zu blöd an. Ich stelle mich schon wieder irgendwie zu doof an. Heilung soll ich auch mal einsetzen, ne? Ich weiß, es war meine Idee. Aber wie schalten wir den Hangar ab? Wir gehen rein und suchen im Wrack nach Ferndetonatoren. Das gehen wir einfach mal hier entlang. So. Sie wissen nicht, dass wir hier sind. Gut. Ich eröffne das Feuer. Verstanden? Och, Kacke. Mache jetzt Inventur dieser Waffen hier. Sie kommen aus dem Hangar. Erstmal brauchen wir genug Detonatoren. Also gehen wir dahin. Dann kommt endlich dieser Transporter. Ja. So viel Wrackteile. Jemand hat der Unterseite des Schiffes massiv zugesetzt. Ein Zerstörer weniger, den die Flotte der Republik besiegen muss. Ein Problem mehr für uns hier unten. Gut. Wir müssen diese Sprengsätze sehr vorsichtig verladen. Oh, gehen wir erstmal hier weiter. Bereithalten. Das Shuttle kommt gleich. Nein! Oh. Oh! Ich glaub das nicht. Das ist wie das letzte Mal jetzt. Alter. Ich weiß, es war meine Idee. Aber wie schalten wir den Hangar ab? Wir gehen rein und suchen im Wrack nach Ferndetonatoren. Alter, das kann doch nicht sein hier. Sie wissen nicht, dass wir hier sind. Gut. Ich eröffne das Feuer. Verstanden? Unsere Bomber halten die Republik im Moment auf Distanz. Und alles an Ausrüstung zusammen. Wir müssen bereit sein, wenn das Shuttle zur Evakuierung eintrifft. Ach, Kacke. Ich
Alter! Wer trifft mich denn da jetzt immer? Wer holt mich denn da jetzt immer weg? Ich weiß, es war meine Idee. Aber wie schalten wir den Hangar ab? Wir gehen rein und suchen im Wrack nach Kerndetonatoren. Und da muss er sich hier durchschleichen. Kann man sich ja gar nicht durchkämpfen. Ich habe keine Ahnung. Gut. Ich eröffne das Feuer. Verstanden? Was? Ach, Kacke. Sie kommen aus dem Hangar. Erstmal brauchen wir genug Detonatoren. Also gehen wir dahin. Gut, dann schleiche ich mich mal hier außen rum. Vielleicht muss man sich ja hier gar nicht durchkämpfen. Vielleicht. Oh. 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 Jemand hat der Unterseite des Schiffes massiv zugesetzt. Eins ist gut. Oh, jetzt komme ich hier nicht. Alle. Ha! Zum Hangar ist frei. Wir brauchen die Detonatoren. Ja, also, so geht das. Und da hinten. Ich glaube, da hinten stand auch noch wieder so eine Kanone, ne? Ja, ja. Heißt mir wieder unnötig schwer gemacht. So, hier sind also die Detonatoren. Detonatoren. Die werden nicht reichen. Sehen Sie sich weiter um. Da ist noch eine Kanone. Vielleicht muss ich die jetzt auch noch gleich besetzen. Vielleicht da kommen da wahrscheinlich gleich noch mehr. Mehr Detonatoren. Mehr Explosionen. Zeit, den Hangar endgültig abzuschalten. Na toll. Teiljäger greift an. Schwere Waffen finden. Sofort. Wo? Oh. Ich hasse Scharfschützen. Ah. Erwählt. Das haben Sie nicht erwartet. So. So, hier krieg ich auch noch mal ein paar ab. So, wo ist da noch ein? Ach. So. Ihr Arschbacken hier. So, das waren wohl alle, ne? Dann gehen wir mal jetzt. Also. Wo platzieren wir die Ladung? Direkt auf die Teils. Die Kettenreaktion der Explosion jagt bis zum Ionenantrieb alles in die Luft. Und zerstört dann das Schiff von innen raus. Ganz genau. Yep. So machen wir's. Detonator platziert. Aiden weiß, was sie tut. Hoffe ich zumindest. Detonatoren sind scharf. Also schön. Dann nichts wie raus hier. Schnell! Okay. Also wenn da jetzt keine Feinde kommen, ne? Ich hab's gewusst, ey. Scheiße. Das muss das Rettungsteam sein. Ja, das Rettungsteam wird gleich platt gemacht. So. Wo? Zu den Schiffen! Gehen Sie voran! Schwerer Schütze! Oh, die KI hier! Auf dem Weg mit Ihnen! Weiter so, wir haben es fast geschafft! Ach, da kommen noch mehr.
oder? Ja, ich weiß ja auch, wen er da jetzt ballert. Keine Ahnung. Egal. Wen ballerst du da? Da ist doch niemand. Ach, kacke, da sind noch mehr. So, wo seid ihr denn jetzt? Dann wohl alle. Ah, zurück zu unserem Schiff. So. Ich habe wieder Heilung ausgelöst, obwohl ich das gar nicht wollte. Naja, egal. Wir müssen jetzt weiter, Commander. Ja, mach ich doch hier schon. Ja, Gott, doch mal nun drängel mal nicht so. Ich bin auch nicht mehr die Jüngste. Mann, aber die Hektik hier. Hoffentlich waren das genug Detonatoren. Ich denke schon. Nun, hier ist Starhawk Unity. Wir finden keine Lücke in der imperialen Formation. Wir können nicht durchbrechen. Noch nicht. Wir brauchen mehr Unterstützung. Hört mich jemand? Hier ist Starhawk Unity. Wie los da oben? Bei so einer Schlacht kämpft jeder für sich. Wir sollten uns darauf konzentrieren, was hier unten ist. Oh, okay, gut. So, genug gespielt. Staffel, unterwegs zur imperialen Bodenverteidigung. Wedge, schaltet die Kanonen aus und gebt uns Deckung. Wir arbeiten daran, die Ravager aus diesem Kampf zu holen. Was passiert, wenn wir ihrem Vater begegnen? Wir haben seine Spur so lange verfolgt. Ich weiß wirklich nicht, was passiert, wenn wir ihn jetzt finden. Konzentration. Er ist nicht die Mission. Da, wir nähern uns einem Notsignal. Stellen Sie durch. Ja, Mann. Hier, Captain Lindsay. Unser Schiff ist abgestürzt und imperiale Kampfleute attackieren die Überlebenden. Wir müssen weg! Achtung! Feindliche Schiffe nähern sich! So! Im Anflug. Holen wir sie uns. Zerstört. So! Sauber weggeholt! So, Schiff landen. Wo muss ich jetzt landen? Ach, hier? Ich war ja. Inferno! Die AT-ATs nähern sich der Absturzstelle. Geben Sie uns Deckung. Wir landen bei Ihrer Position. Danke, Commander. Uns hat's auf dem Weg nach Carbon Ridge erwischt. Wir bringen Sie hin. Scheiße, was soll ich denn jetzt machen? Wir können erst evakuieren, wenn die Kampfläufer zerstört sind. Ja, gut, schön. Jetzt soll ich die Kampfläufer aufhalten. Mit dem Ding hier, oder was? Beim Rückzug an diese Position wurde es zurückgelassen. Griff und ich holen es. Sie geben uns Unterstützungsfeuer. Okay. So, jetzt soll ich hier Makrofernglas erreichen. Ich hab's. Griff, geben Sie mir die Köpfe. Hier ist der Inferno-Trupp an Starhawk. Wir brauchen einen Orbitalangriff. Hier ist Starhawk. Inferno, Sie haben Orbitalfreigabe. Markieren Sie Ihr Ziel, dann regnet es Feuer. Orbitalbeschuss, hier! Ach du. Ihr habt große Verluste! Ach du Scheiße. Ja. Feuer! Hierher! Noch ein Treffer, dann war's das für ihn. Ach, dreimal muss ich den treffen. Ach du. Oh nein, jetzt ist. Orbitalangriff! Los!
Schwarzläufer kommen immer noch. Gleich nochmal ein. Ja. Kampfläufer sind zu nah. Orbitalbeschuss, Treffer. Okay. Bestätigt. Der AT-AT ist zerstört. Ach du Scheiße. Noch mehr Orbitalangriffe, Inferno. Ja. Bleibt stark. Stellung halten. Scheiße, verdammte Normale. Wer schießt auf mich? Der zweite AT-AT ist zerstört. Mehr können wir leider nicht tun, Commander. Starhawk zieht weiter. Es reicht, Starhawk. Und danke. Sie haben eine Menge Leben gerettet. Inferno, wir müssen zur Evakuierungszone. Hier entlang! Da, bringen wir Captain Lindsay hier weg. Unterwegs zur Abholung, Commander. So, den wollte ich ja nochmal zu Captain Lindsay stoßen. Okay. Jetzt sammeln wir uns da hinten. Ja, ich komme ja schon. Oh, Mann. Imperiale Verstärkung! Wo? Er ist ja wie Tontauben schießen. Hey, wer wagt es hier auf mich zu schießen hier? Oh, Alter. Hallo, Captain Lindsay. Willkommen auf der Corvus. Helfen Sie unseren Freunden auf die So, Karte. Und jetzt raus hier. Weg hier. Oh! Was soll ich denn jetzt hier machen? Ich dachte, ich soll jetzt auch da reinlaufen und tschüss und weg. So, und nun? Danke, Commander. Jederzeit, Captain. Viel Glück da draußen. Triff, zurück zu den Schiffen. Können wir kurz über den Orbitalangriff reden? Klar, was ist damit? Das war das Beste, was ich je gesehen habe. Hört sich fast an, als hätten Sie Spaß dabei. Gut, das war jetzt nicht so schwer. Na gut, das hätten wir ja auch erledigt. Soweit, so gut. Chris, stoßen Sie zu Corvus. Da, wo können wir noch helfen? Gute Arbeit. Captain Lindsay und seine Leute nehmen gerade Carbon Ridge ein. Allein hätte ich das nicht geschafft. So, die Leute da oben. Schwer zu sagen, aber ich denke, das Imperium verliert. Ich denke, Sie haben recht. Ich spüre es. Es ist fast vorbei. Heute stirbt das Imperium. Besser spät als nie. Ah, so. Die Corvus erreichen. Gut, dann wollen wir mal gucken. Ach, das da hinten, das der Pott. Ja, okay, gut. Geben wir mal Vollgas. Ja, nur mal ein bisschen schneller hier. So. Ah, alles klar, jetzt geht's weiter. Commander, wir haben ein Problem. Was war das? Ihr Vater. Er hat uns gefunden.
Ach, Schande. Der Admiral schickt der Corvus Bomber hinterher. Die müssen erst an uns vorbei. Schalten wir sie aus. Ja, Commander. Ach, die TIE Bomber. Okay, gut. Die sind ja zum Glück nicht allzu schnell, die Viecher. Die Teile. Okay, jetzt seid ihr fällig. Hab einen. Okay, das war zwar kein TIE-Bomber, aber ist egal. Bomber beseitigt. Noch nicht. Eine weitere Staffel ist zu uns unterwegs. Weniger. Och, das ist ja schon fast zu einfach. Die Kurve ist getroffen. So. Ach, noch eine Staffel. Ey, komm. Mach's gut. Bye, bye. Ja, das ist ja schon fast so einfach. Das ist ja schon. Wer ist der Nächste? Wir haben noch eine TIE-Staffel im Anflug. Oh. Da stimmt was nicht. Sie hat direkten Kurs auf Sie. Oh, das wollen die jetzt echt wissen, ne? Hallo, Aiden. Oh. Ich wusste, Sie würden die Gelegenheit nutzen. Glauben Sie, nein. Sie und Dell sind heute meine geringste Sorge. Hier geht es um mehr, als Sie begreifen. Staffel, Angriff! Ach du Scheiße, ey. Jetzt haben die es direkt auf mich abgesehen. Na super, ey. Da kann ich noch gar nicht gebrauchen, ne? Ach, Scheiße! Bang. Ach. Ja, nun komm schon. Der ist aber echt flickwendig. Ja, nun komm schon. Oh, wow, 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 wow. So, wo ist er denn jetzt? Kacke, wo ist er denn jetzt? Wo bist du? Ach, da bist du ja. Oh, der ist aber echt wendig. Habe ich ihn erst erwischt? Commander, hören Sie mich? Ja. Aiden, ist alles okay? Ich bin okay. Gut. Schauen Sie sich um, es ist fast vorbei. Noch nicht. Bring die Korbes in Sicherheit. Ich werde das hier beenden. Ich hole mir meinen Vater. Aiden, er ist es nicht wert. Ich muss es versuchen. Jetzt los! Na gut. Rückzug! Oh, Aiden will das jetzt echt wissen, ne? Oh Mann, Aiden, was machst du denn? Du bist doch verrückt. Du bist zwar eine gute, aber du bist auch irgendwie ein bisschen verrückt, ne? Das war knapp. Allerdings, ja. Ach. Aiden? Mir geht's gut, Dell. Ich finde einen Weg hinein. Sie und Shriff folgen dem nächsten Notsignal.
Alden, nein, auf keinen Fall. Wir kommen und holen dich sofort. Nein, das ist ein Befehl. Droide, Verbindung trennen. Alden, nein! Gut, ich beende hier den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da und seid das nächste Mal einfach wieder dabei. Bye, bye!